Bienvenida, Helge Sander. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotras y por haber venido a la retrospectiva que ha ofrecido estos días la Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona con la colaboración del Goethe Institute. Mi primera pregunta tendría que ver con las películas de la retrospectiva, porque si las miramos en conjunto, los espectadores y las espectadoras podemos tener la clara noción de que hay una voluntad política explícita, implícita, depende de la película muchas veces. Entonces, mi pregunta concreta sería, ¿cuál es la relación que usted podría o querría establecer entre la acción cinematográfica y la acción política? Ursprünglich habe ich mich für Politik ganz wenig interessiert. Und dieser Eindruck entsteht, der ist richtig, weil ich mich zunehmend von Anfang der Filmarbeiten an für gesellschaftliche Fragen interessiert habe. Also ich habe bemerkt, dass die Gesellschaft einfach für das persönliche Leben eine Rolle spielt und versucht, dem nachzugehen. Also ich habe immer versucht, etwas zu in meiner Filmarbeit selber etwas zu verstehen. Ich wollte immer selber Antworten bekommen und deswegen habe ich mich auch in diese politischen Gefilde begeben, beziehungsweise die Personen, über die ich Filme gemacht habe, werden also in einem weiteren Zusammenhang meistens dann auch noch gezeigt. La segunda pregunta tendría que ver con la película que estamos proyectando hoy, que es Liberadores y Liberados, que se trata de un documental que indaga en las violaciones llamadas masivas, ¿no? Que se dieron en Alemania durante los años concretamente 1944 y 45. Me gustaría saber cuáles fueron las razones que la llevaron a iniciar una investigación tan vasta y sobre la que no había prácticamente nada escrito previamente. Also ich habe mich immer sehr für Geschichte interessiert und besonders auch für die deutsche Nachkriegsgeschichte und da nochmal besonders für die Berliner Nachkriegsgeschichte. Es gibt tausende von Büchern über diese Zeit, also die Lage, die damalige Lage schildern und die ganzen politischen Verhältnisse zu analysieren versuchen. Und da gibt es normalerweise immer diesen Satz, der fast identisch ist. In vielen Büchern heißt es, und dann gab es die Massenvergewaltigung. Und mehr aber selten, gab es selten weitere Sachen darüber. Und mich hat, also ich habe das als Kind noch gewissermaßen miterlebt, einerseits, und kannte auch immer vergewaltigte Frauen und habe mich interessiert dafür, was ist eine Masse eigentlich? Ist es Propaganda vielfach von den Alliierten? Weil unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg fing ja auch schon der Kalte Krieg an. Und also das Wort Massenvergewaltigung hat mich also fasziniert und ich wollte wissen, was ist eine Masse? Also sind 100 Frauen eine Masse, 1000, 10.000, 100.000? Was bedeutet das eigentlich? Und das habe ich versucht herauszufinden, wovon wir hier eigentlich sprechen. Ich meine, 100 Frauen, das ist für die 100 Frauen schlimm. Wenn es aber 10.000 oder 100.000 oder Millionen sind, was es denn auf ganz Deutschland bezogen waren, das ist circa 2 Millionen in dieser kurzen Zeit, dann hat das irgendwelche anderen Auswirkungen noch. Und wenn man über die überhaupt nicht spricht und die nicht, und da nicht drüber nachdenken kann, dann hat die Historikerzunft auch etwas versagt. La tercera pregunta se la haría para enlazar un poco con su historia docente también como profesora. Me gustaría saber si tiene algún consejo a mano que le apetezca darles a nuevas generaciones de realizadoras o realizadores. Also das ist sehr schwer, einen Rat zu geben. Also wenn, soweit es sich um die praktische Arbeit handelt, wenn die Leute wirklich Filmemacher und Filmemacherinnen werden wollen, dann müssen sie einfach
nachdenken genau über das, was sie wissen wollen, was sie ausdrücken wollen und versuchen, dem zu folgen. Also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit der Frage, muss ich sagen. Vielleicht kann ich noch das mal ein bisschen anders beantworten. Ich habe ja ein paar Studenten von mir sind richtig berühmt geworden und machen ihre Filme, und ich kenne sie also noch, als sie angefangen haben zu studieren. Und da kann man nicht immer gleich sehen, ob das etwas Vernünftiges wird oder nicht, aber man spürt eine Kraft oder man spürt sie nicht von diesen Leuten. So wie ich das versucht habe zu verstehen, ging das immer so, dass ich, wenn ich gemeint habe, aha, da ist ein Talent dahinter und die möchten gerne wirklich was machen, dann habe ich mich bemüht zu verstehen, ihnen dabei zu helfen, das auszudrücken, was sie selber wollen. Also ich wollte da nicht was rüberstülpen, sondern ich habe versucht, das herauszulocken, was da in ihnen stecken wollte und rauskommen wollte. Muchas gracias. Ich bedanke mich auch. Vielen Dank.